Für so manche wohl die Mannschaft mit der besten Offensive. Die argentinischen Fußballer trafen am Montag im brasilianischen Belo Horizonte ein. Viele sehen diese WM als beste Chance, den Titel erneut zu gewinnen. Knapp 30 Jahre nach Diego Maradona. Heute liegen die Hoffnungen auf Superstar Lionel Messi. Der Spieler vom FC Barcelona konnte den Ballon d'Or, den goldenen Schuh, schon viermal gewinnen. Es gibt aber auch andere Weltklasse-Spieler. Spieler wie Sergio Aguero, Gonzalo Higuaín oder Angel Di Maria. Argentinien beendete die WM-Qualifikation als Gruppenerster mit 32 Punkten aus 16 Spielen. Die Truppe von Trainer Alejandro Sabella trifft bei der WM als erstes auf Bosnien. Weitere Gegner in Gruppe F sind der Iran und Nigeria.